Ja, Herr Habeck hatte recht, als er vollmundig bei Frau Maischberger verkündet hat, dass er nicht mit einer Insolvenzwelle im Herbst rechnen werde. Nein, das Handwerk hat noch genug Anstand, um den Betrieb zu schließen und die Gläubiger zu befrieden, bevor sie insolvent sind und nichts mehr zu holen ist. Und ja, flächendeckend sind Unternehmen betroffen, die jetzt nach langen Jahren der Produktion und des Wirtschaftens zumachen. Nur mal so ein kurzer Überblick: In Würgendorf macht eine Metzgerei zu, die seit 1932 existiert hat. In Werbleck macht eine Bäckerei zu, Bäckerei Speckmann, die in der dritten Generation offenbar geführt wurde. In Thüringen macht eine alteingesessene Porzellanfirma Eschenbach in Triptis, muss die Produktion einstellen, obwohl sie neue Produktionsmaschinen gekauft hat und obwohl die Auftragsbücher voll sind. Sie können sich die Energiekosten einfach nicht mehr leisten. In Köln macht die Bäckerei Schlechtriemen, auch ein Qualitätsunternehmen mit langer Tradition, macht dicht. In Dessau macht eine Bäckerei, Bäckerei Schieke, muss zumachen, kann sich die Energiepreise nicht mehr leisten. Manche haben vielleicht Katharina Künne gesehen bei Hart aber fair, die mal gezeigt hat, was es eigentlich bedeutet, wie groß die Energiekosten geworden sind. Wenn sie früher 120.000 Euro pro Jahr bezahlt haben, haben sie jetzt eine Abschlagberechnung bekommen, die sagt, sie sollen pro Jahr 1,1 Millionen Euro Energiekosten bezahlen. Das heißt, ja, eine Verzehnfachung dessen, was man eigentlich zahlen soll. Und jetzt ist es ganz gefährlich zu meinen, das sei eine Folge der Politik der jetzigen Bundesregierung. Nein, das ist zu kurz gegriffen. Es ist auch keine Folge des Krieges, den Putin, dieser Despot aus dem Kreml, da vom Zaun gebrochen hat. Das spielt mit rein. Aber die Grundlagen für die jetzige Energiepreise und Energiekrise wurden von der Bundesregierung unter Angela Merkel gelegt. Und da waren beteiligt die CDU, die CSU und die SPD, die ja heute den Bundeskanzler auch stellt. Also der kann sich zum Beispiel auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Und auch die Grünen brauchen gar nicht so zu tun, als wäre jetzt alles die Schuld der Angela Merkel gewesen und der CDU, CSU, SPD-Regierung. Denn Merkel hat ja immer versucht, grünes Wählerpotenzial zur CDU zu holen und hat deshalb die Politik von Bündnis 90 die Grünen durchgesetzt, was ja viele CDU-Leute in die Verzweiflung getrieben hat. Aber das hat sie ja nicht interessiert, was die Parteitage beschlossen haben. Also das, was Merkel gemacht hat, war 16 Jahre lang Bündnis 90 grüne Politik. Und da gehört der Atomausstieg dazu aus den modernsten und sichersten Atomkraftwerken, die es weltweit gab. Da gehört die Energiewende dazu und der Kohleausstieg. Wir haben hier in Deutschland hatten wir die modernsten, saubersten, umweltschonendsten Kohlekraftwerke, die es weltweit gibt. In China werden Kohlekraftwerke gebaut, die sind wahrscheinlich Stand 70er Jahre in der Abgasreinigung, aber das hat ja niemanden interessiert. Also, nicht auf Putin schielen. Und nicht auf die jetzige Bundesregierung nur schimpfen, auf die kann man schimpfen, denn die machen auch nichts, um da etwas dagegen zu tun. Denn die Grünen sind ja so trotzig, dass sie für ihre Ideologie, den Ausstieg aus der Atomenergie, lieber ein ganzes Land ruinieren, anstatt dass sie auf vernünftige Argumente hören und sach- und fachgerechte Lösungen erarbeiten und durchsetzen. Für die Grünen steht die Ideologie und die Partei an erster Stelle.